Hallo, ich bin Melanie Scholz von Naturally Scholz, das Kind. Wie alt bist du? Ich bin 5 Jahre alt und ich bin hier bei Wienerland. Und euch zu sagen, wie viele ich verletzt habe. Ich habe mich einmal beim Mund gebissen und ich habe einmal und meine Schwester hatte schon mal beim Bad in eine Glasscherbe getreten und dann haben wir auch Grundstrafen gegeben. Deine eigene Erfahrung? Meine eigene Erfahrung, da habe ich... Da, was war das Schlimmste am Anfang? Dass ich mich mit dem Fingernagel im Mund gekratzt habe. Hm. Und geblutet? Ich habe halt geblutet und dann habe ich Grundstreifen. Wie hast du das gemacht? Sag mal. Wie hast du gemacht? Ich habe nass gemacht. Und dann einfach in meinen Mund. So wie gemacht. Wie hast du gemacht, Emma? Ich habe es einfach so drauf getan, mhm. Auf meine Lippe. Ja. So. Und dann ist es verheilt. Sofort kein Schmerzen, oder? Und jetzt ist kein Schmerzen mehr. Und was passiert war mit deinem Bauch auch? Da war letztes Mal drüber. Ich hatte beim Kino, wo wir Herrn Montana angeguckt haben, da habe ich den Bauch weh gekriegt. Und viel Spaß. Was viel Spaß? Was passiert dann mit deinem Bauch? Was habe ich denn gemacht? Es ist dann verheilt und meine Schwester hat dann. Wo hast du denn Grünstreifen gekriegt? Von der Mama habe ich immer dabei, gell? Streifen immer mit dabei. Und meine Schwester, die hatte so einen blauen Saft. Das hat sie dann angeschüttet und dann hat die Mama auf meinen Bauch gerieben. Ja, genau. Wir haben keine Wasser gehabt im Kino, gell? Ich habe einfach mit dem Saft nass gemacht und auf deinen Bauch gehen. Und was war der Verletzung in deinem Bauch letzte Mal? Das war die erste Erfahrung von dir, wo du geklettert warst in deinem Zimmer. Was passiert? Ich wollte vom Bett zum Schrank hochklettern. Was hast du gemacht? Und dann bin ich runtergefallen und dann habe ich einen Kratzer gekriegt. Der war richtig verletzt von unten, gell? 3 Stück. Jetzt ist der Narbe jetzt. Ja, wie viel Stein war es richtig verletzt, ne? Mhm. Und was hat deine Mama gemacht? Sie hat dann grünen Streifen genommen und dann drüber getan. Mhm. 3 Stück und dann hat sie noch Pflaster drüber getan. Okay, ich schätze mal mit deiner Schwester, wo letzte Mal aufgestanden keine Stimme gehabt hat, hat Halsweh. Sie hat es so angetunkt und dann hat sie getrunken. Okay. So. Trinkt sie auch. Lecker. Bist du ein? Bin ein Leitmädchen. Komm. Okay, das ist enough. Jetzt genug. Und was ist deine Erfahrung? Was sagst du denn? Unterstützt du mit deiner Mutter auch oft? Ich unterstütze meine Mutter und ich habe immer die Karten zusammengefaltet. Die Broschüren. Genau. Und meine Schwester und ich machen dann immer Wettrennen, wenn wir das zusammen machen. Deine Schwester und macht meine ja. Schwester gewinnt immer und ich gewinne manchmal. Warum betest du immer jeden Tag? Was betest du jeden Tag? Ich bete jeden Tag, dass Mamas Wienerland-Geschäft weiterläuft. Und weiterhilft, oder? Ja. Sind viele Leute begeistert auf unser Produkt, oder? Ja. Was ist deine Erfahrung nochmal, wenn wir unterwegs sind? Mama macht immer Verführung, oder?
Bisschen Passion. Sie tut immer von diese Wiener Leitstreifen immer raus. Und viel verkauft, gell? Und viel verkauft. Und dann tut sie mit Spritze so drüber. Und dann tut sie das reißen und dann ist der grüne Streifen heraus. Viel Spaß. Viel Spaß. Danke.